Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown Daily Shop News und Combo Masteries mit mir, dem Herrn gleich. Ja, heute mal hier von der Route 66, eine mega geile Gas Station hier im nostalgischen Look, mega geil. Ach, wunderbar, das musste ich euch mal zeigen. Schönes altes Auto, geile alte Tankstelle, Hammer. Route 66, nice, man. So, ja, dann geht's mal los hier, schauen wir mal rein. Jetzt haben wir hier den Mythic Teddy in Mamas altmodische Geheimnisschatulle. Und ja, also währenddem Zardos jetzt das letzte Mal nur einen rausbekommen hat, habe ich jetzt inzwischen erfahren, gibt es auch andere bei uns in der Gilde, die haben da inzwischen schon... 3 Mythics rausgezogen über die ganze Zeit. Und also auch immer nur die 25. Aber im Endeffekt sage ich mal, mache ich das lieber so, wie ich das jetzt tue. Ich spare mir jetzt einfach mal den Zeugberg zusammen. Den will ich nämlich wirklich haben. Und dann kann ich mir es nämlich auch wirklich raussuchen, wenn der kommt. So, also, das andere ist halt eine Glückssache. Stell dir mal vor, du hast nur ein einziges Mal da eine Mythic rausgezogen, dann ist das natürlich nicht so prickelnd. So, hier die Winter Tire Box mit Eggnog Roger. Und, ja, hatte ich euch ja schon ein paar Mal gezeigt, das ganze Ding hier, ne? Nach wie vor die gleiche Box. Eggnog Roger, kabellose Audiotransender, Bill Daughtry, Pantry Guns, Wodka Beer, Roger. Dann haben wir hier diese ganzen ja, Combo Masteries, die auch richtig cool sind. Definitiv eine gute Box. Hier, allerdings muss man natürlich bedenken, dass das halt jetzt alles wild durcheinander ist, nicht themenbezogen. Hier haben wir natürlich was anderes. Hier haben wir jetzt Kunst mit einer Musikkarte, dem Eugene Belcher. Die Martian Kalender, Mutilated Therapy Dolls, Eugene Belcher Graffiti, Mural, Arc Sketch und McGriffin, schon ziemlich geil. Oh, das erste Mal sind alle Bilder da, wie schön. Hier Martian Kalenders, Spray Painters, Mac Portraits, Gingerbread Sculptors, Mural Restorers und Benders Clowns. Also, die Martian Tire Box auf jeden Fall auch sehr gut. Mythic Peter Pack, ohne Frage, Problem, hier Francine Smith und eben, dass ich 250 Mythic Fragments zusammenbekommen muss, was ohne Ende das Verfeuern von Gems bedeuten würde. Hier haben wir Lois Griffin und dann die Hip-Hop Box, die war ja schon da gewesen, habe ich euch auch schon vorgestellt, hier mit Hip-Hop Pop, Big Mountain, Fudge Cake, Träne Jeff, Nibbler on the Roof, Eugene Belcher und Hank Hill. Da hat Scotty Pippen jetzt seinen Eugene Belcher sogar Quad-Fused vollbekommen. Mega geil. Congrats, Scotty Pippen. Also, ich habe den noch nicht maxed. Siehst du mal. Du haust dir gleich voll rein. Gibst absolut Vollgas. So, und dann sind wir hier schon bei den Combo Masteries angelangt. Ich muss euch gleich noch was anderes zeigen, was Congregate für das Jahr 2019 aktuell geplant hat. Also jetzt noch nicht abschalten, wenn ihr die Kombos gesehen habt. Aber schauen wir jetzt mal hier kurz rein. Hier haben wir jetzt ja, den Weinbeutel oder auch Wine Pouch genannt, das Ding. Das ist diese da. Da müssen wir mal ganz kurz gucken, ob ich jetzt überhaupt das Richtige drin habe. Mal schauen. So. Ich habe schon fast gedacht, dass das nicht funktionieren wird. Aber jetzt wird es klappen. So, da ist der Weinpouch oder auch Weinbeutel genannt. Hast du halt eine Mauer und hast Leech. Aber ist jetzt letzten Endes nicht der absolute Oberpuller. Ist halt eine sehr defensive Karte und auch sehr, sehr schwer klein zu bekommen. Ne? Also, ja, nicht. Also auf jeden Fall keine 500 Gems wert. Sorry, aber. So, dann geht's hier weiter. Da haben wir den Togabill. Und da muss ich sagen, Togabill ist jetzt natürlich auch wieder eine Combo. Wow. Da müssen wir uns jetzt mal genauer anschauen. Ja, also, weil
Wie meist, eigentlich sollte jeder von euch den Toga-Bill kennen, wobei er in letzter Zeit sehr selten gespielt wurde. Aber wenn ich mir das jetzt reinziehe, wobei, da gibt es inzwischen auch schon andere Karten, die sowas haben, ne? Eine 22er Bombe. Aber zehnfach Cripple All noch mit hinzu. Gell? Also das ist 22er Bombe ist schon nicht schlecht. Wenn ich mir vorstelle, wenn du da 10% draufklopfst, dann hast du eine 24er Bombe, 11-fach Cripple All, 29 Angriff und 64 Leben. Also für die ganzen Bill Daugherty-Spieler sind ja zum Großteil dann auch wirklich Whales. Kriegst ja nicht einfach so den Bill Daugherty. Wahrscheinlich werdet ihr jetzt da mal zuschlagen, ne, die 500 Gems. Aber gut, ich mach das nicht. Aber ja gut, ich mein Bill ja auch nicht maxed, insofern. Ja, dann kommen wir jetzt zur nächsten Combo. Das ist die Rich Francine. Und die Rich Francine ist, naja, Käse. Ist halt eine Francine-Kombo. So eine Francine-Kombo mit, ja, da kriegst du dann da hinten raus. Neunfach motivieren. Schild für alle. Aber eben eingeschränkt. So, ja, wunderbar. Ist das nicht toll? Das Ding machen wir gleich wieder weg. So, Rich Francine ist auf jeden Fall diese 1000 Steine nicht wert. So, jetzt kommen wir zur nächsten Karte. Das ist der Vincent Van Boomhauer. Ja, Vincent Van Boomhauer. Und jetzt müssen wir uns das Ding mal anschauen hier in dieser. Jetzt ist es halt nur mit der Bastor, ne? Also 11-fach motivieren und 11-fach Cripple All. Da muss man jetzt sagen, wenn man sich das anschaut, ne, da ist dann tatsächlich die Bombe im Vergleich zum Motivieren effektiver. Warum? Warum ist die Bombe effektiver? Also es kommt jetzt drauf an. Wir müssen jetzt unterscheiden. Ne? Wir haben, also erstmal die Bombe ist natürlich sowieso schon mal effektiver, weil sie mehr Schaden gemacht hat beim Toga-Bild. Wir haben da über 20 Schaden gehabt und hier haben wir 11-fach motivieren. Unterschied zwischen Bombe und Motivieren, um das kurz zu erklären. Ja, warum macht das einen Unterschied? Eine Bombe, also beide verursachen ja eigentlich rein prinzipiell Schaden nach rechts und links, okay? So. Aber das kann man so wiederum nicht pauschalisieren. Ja, also ihr müsst euch das so vorstellen. Du hast, bei der Bombe ist es tatsächlich so, der Schaden haut rechts und links voll rein. Ja, bedeutet also, ich mache mit dem Toga-Bild definitiv 20 Schaden rechts, 20 Schaden links bei der Karte. Ob die eine Mauer hat oder nicht, ist erst einmal scheißegal. Ja. Na gut, das Einzige ist wahrscheinlich Bodyguard. Da müsste ich mal genau nachschauen, aber Bodyguard, glaube ich, bockt die Bombe auch. Ja. So. Also man muss dann genau drauf achten. Ne? Also mit der Bombe kommst du durch die Mauer durch zum Beispiel. Jetzt, wenn ich jetzt allerdings jetzt hier 11-fach motivieren mache und die Karte vom Gegner rechts oder links hat eine Mauer, zum Beispiel bedeutet das jetzt nicht unbedingt, dass meine Karte dann dadurch durch das Motivieren an der Mauer vorbeikommt. Nehmen wir mal ein Beispiel. Wir haben da eine Drunken Lila sitzen, rechts. Oder Mama, wir haben die Drunken Lila links von unserer Karte sitzen, ja. Und die hat dann eine Mega-Mauer. So, jetzt motiviere ich meine Nachbarkarte, gebe der noch 11 Angriff mit hinzu und komme trotzdem nicht über die 40er Mauer durch. Wenn ich aber den Toga-Bilder spiele, die 20 Schaden kommen dann direkt bei der Drunken Lila an. Ja. Also, insofern, man muss immer, wie gesagt, darauf achten. In der Regel, im Normalfall ist die Bombe deutlich stärker als das Motivieren. Wobei aber beim Motivieren kann es natürlich sein, dass man durch das Motivieren
die benachbarte Karte dazu bekommt, dass die eben an der Mauer vorbeikommt, und wenn es nur um einen einzigen Punkt ist und dadurch dann beispielsweise durch das Berauscht, also Craze, stärker wird oder eine Gasattacke anbringen kann oder eben Leech. Ja. Also, das ist der Unterschied. Da muss man wirklich schauen, was in der Situation tatsächlich von Vorteil sein könnte. Deswegen kann man jetzt nicht pauschal sagen, motivieren besser oder schlechter als die Bombe. Es kommt immer auf die Situation drauf an. Ja. Letzten Endes ist natürlich eine 20er Bombe im Normalfall stärker als 11-fach motivieren. Ne? So, nur um das mal kurz geklärt zu haben. Also jetzt gehen wir aber zu der Combo zurück. Wir haben hier einen Nachteil. Die Buzzsaw gibt es, gibt diese Combo eben nur mit einer legendären Karte, mit der Buzzsaw. Das macht das Ganze schon mal problematisch, weil man eben nur eine zur Auswahl hat. Den Boom, Mythic Boomhauer hat kaum oder haben wenige. Ja. Insofern sage ich mal, ist diese Combo jetzt hier nicht so der Oberbrüller. Ja. Und dann kommt noch mit hinzu, dass die Werte auch nicht so granatenmäßig sind. Mit 11 und mit 11, du kriegst du einen Punkt mit hinzu, hast du 12, 12, toll. Dafür habe ich 1000 Steine ausgegeben. Ja. Okay, ich gebe natürlich mehr Leben mit hinzu und ein bisschen mehr Angriff, aber letzten Endes, das hier lohnt sich definitiv nicht für die 1000 Steine. Okay, beim Toga-Bild könnte man sich überlegen. Hier beim Vincent van Boomhauer lohnt sich definitiv nicht, diese 1000 Steine auszugeben. So, jetzt wollte ich euch noch was zeigen, und zwar geht es um Folgendes. Wir haben, also Kongregate hat wieder neue Infos rausgehauen, was sie denn eigentlich so vorhaben für das kommende Jahr 2019, also was ist das kommende, für dieses Jahr 2019. So, und da schauen wir jetzt einfach mal rein. Jetzt, das war immer noch falsch. Da schauen wir jetzt einfach mal rein und dann klären wir mal ganz kurz ab. Sprechen wir mal kurz, was das hier bedeutet alles, ne? So, wir haben. Bam, 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 bam. So, das ist das hier. Mache ich das mal groß. Das ist von der offiziellen Congregate-Seite. Das. So. Das, ja, jetzt kann ich das einfach großziehen. So sieht das Ganze dann aus. So, also gehen wir das mal ganz kurz durch. Also erstmal haben sie jetzt, was die Rumbles anbelangt, darauf geachtet, dass es kein Rematch mehr geben sollte. Es sollte im nächsten Rumble dann endlich mal Früchte tragen. Kennen wir ja auch. Also wir haben teilweise manchmal, also das ist richtig ätzend. Das ist richtig ätzend, wenn du dir vorstellst, da ist in der gegnerischen Gilde von mir aus sind zwei starke, ja, und der Rest ist schwach von mir aus. Und du kriegst dreimal in Folge oder viermal in Folge einen dieser beiden starken, ja, und dann kotzt du, wenn du dadurch einiges an Punkte einbüßt. Ne? Also das muss ja wirklich nicht sein. Ich meine, das sind 50 Leute und es kann ja nicht so schwer sein. Das krieg sogar ich hin, ja, und das ist wirklich nicht schwer, da die dann aus dem Pool rauszunehmen, nachdem man bereits mal gegen die gekämpft hat. Ja? Also per Zufall einen aussuchen und dann ist er in der nächsten Auswahl nicht mehr mit drin. Das ist keine hohe Kunst. Nein, 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 nein. Das ist ziemlich einfach. So, okay, was jetzt, was das Matchmaking-Ranking anbelangt, da haben sie keine weiteren Plans, also keine weiteren Vorhaben. So, Clashes und Burger Boss Challenges. Das heißt, also die sollen jetzt so, also die wollen sich jetzt nicht drauf festnageln, aber sie haben es geplant, alle 2 Wochen eben so einen Clash rauszuhauen. Some of these clashes will be repeats of clashes. Burger Boss and Swole Club do not have a definitive schedule since they are more intensive. So, also Burger Boss und Swole Club
kommen seltener hervor, ja. Aber in der Regel sollen die normalen Clashes alle 2 Wochen kommen. So, dann haben wir, was den Secret Fight Club anbelangt. Wir haben jetzt hier das, die maximalen Belohnungen haben sie jetzt hier gedeckelt. Und damit wollen sie diesem Leapfrogging vorbeugen. So, dann soll es darum gehen wegen dem Defense Deck. Also im Secret Fight Club soll jetzt in Zukunft dann so sein, dass das letzte, also dein letztes Deck, mit dem du gewonnen hast im Secret Fight Club, das soll dann das Deck sein, gegen das die anderen spielen. Ja. So, was ist noch weiter geplant? Increase Frequency. Da habe ich allerdings echt ein Problem mit auf Siege und Rumble Quests. Display Currency, weil es reicht, wenn man 2 Wochen Pause und dann ein Rumble, 2 Wochen Pause, ein Rumble. Das muss nicht. Das haben die jetzt schon ein paar Mal gemacht, ja. Und sorry, ihr müsst da nicht schon wiederholt reden, ja. Es muss nicht jetzt regelmäßig jede Woche oder so wieder ein Rumble sein. Dann kotze ich hier, ehrlich. Dann kotze ich im hohen Bogen. Also, das ist gut so, wie es ist. Da muss man nicht mehr machen, ja. Dann haben wir hier Combo Mastery Updates. Ja, die Combo Masteries, die sollen jetzt in Zukunft von 2 auf 10 erhöht werden, dann werden unsere Videos auch hier länger. Für beides, für Gems und Mastery Stones. Ja. Dann soll es hier so ein Buyback-System geben. Ja, damit haben sie Folgendes, also es bedeutet, wenn Karten, die du recycelt hast, kann ja mal sein, dass du versehentlich irgendwie Karten recycelt hast. Die sollst du, Karten, die du mal recycelt hast, sollst du in Zukunft wieder durch GGWatts zurückkaufen können. Dann gibt es Card-Buffs. Das bedeutet also, wir werden jetzt in Zukunft auch immer mal schauen nach älteren Kombos und dann wird geguckt, ob man die nicht irgendwie ein bisschen verändern sollte oder kann. Ja. Und dann eventuell buffen. Ich meine, man merkt das ja, die alten Kombos sind nicht so stark wie die neuen Kombos. Das ist schon teilweise echt krass, ja. Und das war es erstmal so im Allgemeinen. Das andere dann, ihr könnt es ja selber lesen. Das andere ist jetzt, finde ich jetzt nicht mehr ganz so relevant. Ja, Leute, wenn euch das heutige Video gefallen ge oder geholfen hat, ja, dann würde ich mal sagen, lasst mir doch einfach mal einen Daumen nach oben da. Das tut dem gleich richtig gut, der freut sich dann auch, der merkt dann auch, okay, das macht Sinn, dass ich mich hier hinhocke und das da jede Nacht mache. Und schreibt mir was in die Kommentare und ja, abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan haben solltet. Und ja, ihr könnt auch gerne mal solche Videos teilen, das wäre auch ganz nice, ja, damit wir vielleicht doch mal ein bisschen Verbreitung wieder bekommen. Ja, und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animation Throwdown mit Medium Man gleich. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.